In den Star Wars Filmen sehen wir viele verschiedene Raumschiffe. Doch wir sehen meistens nicht, wie diese Schiffe von innen aussehen, so wie auch bei den Akklamatorkreuzern der Republik. Doch durch viele andere Star Wars Werke wissen wir durchaus, wie es im Innern dieser Schiffe aussehen soll. Vor ein paar Monaten hatte ich schon mal ein Video darüber gemacht, wie ein Venator-Sternzerstörer von innen aussieht. Und da das Video echt gut bei euch angekommen ist, habe ich beschlossen, da jetzt eine ganze Reihe draus zu machen, in der ich euch sowohl das Innenleben wie auch die Funktionen einzelner Raumschiffe und Fahrzeuge vorstelle. Ich habe euch in einer Umfrage abstimmen lassen, über welches Raumschiff oder Fahrzeug ihr das am ehesten sehen wollt, und da hat mit Abstand der Akklamatorkreuzer der Republik beigewonnen. Deswegen werden wir uns heute mal anschauen, wie ein Akklamatorkreuzer von innen aussieht. Aber lasst uns zuerst mal gucken, was ein Akklamatorkreuzer überhaupt war und wie dieser von der Republik eingesetzt wurde. Die Angriffsschiffe der Akklamatorklasse, wie sie offiziell hießen, waren 752 Meter lange und 460 Meter breite Schiffe. Beim Start der Klonkriege waren diese die einzigen richtigen Großkampfschiffe, die die Republik besaß. In den Jahrzehnten vorher hatte die Republik keine richtige Armee besessen und diese Akklamatorkreuzer kamen quasi mit den Klonen als Geschenk direkt mit. Denn eine Klonarmee zu haben ist ja gut und schön. Das bringt einem nur nichts, wenn man eine ganze Galaxis zu verteidigen hat, die Klone aber auf einem einzigen Planeten festsitzen. Genau das Problem sollten die Akklamatorkreuzer lösen. Sie sollten sich vor allem als Truppentransporter eignen. Allerdings als schwer gepanzerter Truppentransporter, der sich auch vor anderen Großkampfschiffen schützen konnte. Um diese Rolle ausfüllen zu können, konnte ein Akklamatorkreuzer bis zu 16.000 Klontruppen und 80 LAATI und C Landungsschiffe, 48 ATTEs sowie 36 SPHAs mit an Bord nehmen. Bewaffnet waren Akklamatorkreuzer dabei mit 12 Quad-Turbolasertürmen, 24 Punktverteidigungslaserkanonen sowie 4 schweren Torpedowerfern. Wegen der großen Truppen- und Fahrzeugkapazität konnten diese Akklamatorkreuzer allerdings keine Sternjäger mit sich führen. Um Truppen dann auf eine Planetenoberfläche bringen zu können, konnten die Akklamatorkreuzer ihre LAATI-Landungsschiffe losschicken, doch diese mussten mehrmals hin und her fliegen, um alle Truppen an Bord auf die Planetenoberfläche zu bekommen. Deswegen besaßen die Akklamatorkreuzer auch die Möglichkeit, sogar selbst auf Planeten zu landen, die andere Großkampfschiffe definitiv nicht hatten. Okay, mit dem Ganzen geklärt, lasst uns jetzt wirklich mal schauen, wie so ein Akklamatorkreuzer von innen aussah. Und da hilft uns dieses wirklich exzellente Bild aus dem Buch Episoden 1 bis 6, das Kompendium, die Risszeichnungen weiter. Fangen wir hier mal hinten am Schiff an. Ähnlich wie auch beim Venator-Sternzerstörer liegt hier ganz hinten der Hyperantriebsgenerator, der natürlich dazu da war, ein Schiff in und aus dem Hyperraum zu holen. Ein Stück weiter davor sitzt, auch ähnlich wie beim Venator, der Trägheitsdämpfer, der so ziemlich alle plötzlichen Bewegungen und Beschleunigungsunterschiede des Schiffes abdämpft, sodass alle Wesen an Bord selbst die wildesten Manöver überleben konnten. Und direkt vor diesen Trägheitsdämpfern sitzt etwas, das auf Großkampfschiffen nur selten gesehen wird. Ein Antigravitations-Repulsorliftgenerator. Solche Repulsorlifte wurden normalerweise bei Speedern eingesetzt, um diese zum Schweben zu bringen. Aber auch Sternjäger und kleine Frachter besaßen solche Repulsorlifte, um innerhalb der Atmosphäre abheben und landen zu können, da das mit ihren normalen Antrieben nicht möglich gewesen wäre. Da ein solcher Akklamatorkreuzer natürlich auch auf Planeten landen sollte, brauchte auch er Repulsorliftgeneratoren, die eine sichere Landung gewährleisten konnten. Kommen wir dann noch ein Stück weiter vor, befinden sich nur noch Kühlsysteme in diesem hinteren Teil des Kreuzers. Neben diesem hinteren Teil liegen die Antriebe des Schiffes, zwei Hauptantriebe und noch einmal zwei Nebenantriebe. Bei den Hauptantrieben sind 8 elektromagnetische Paneele angebracht, die sich einzeln bewegen konnten und so dem Schiff die Möglichkeit zum Steuern gaben. Direkt neben den Antrieben befanden sich rechts und links unter dem Schiff Landungspads, die bei einer Landung dem Kreuzer einen stabilen Halt geben sollten. Vor den hinteren beiden Landungspads gab es dann noch eine riesige Rampe, über die Truppen ein- und ausgeladen werden konnten.
Und hinter dieser Rampe kann man direkt den riesigen Hangar sehen, den der Akklamator auf den unteren Ebenen für seine Fahrzeuge nutzte. Hier, nur schwer zu erkennen, wurden die ATTs gelagert, aber auch, wie hier schon zu erkennen, die LAATI und C-Landungsschiffe. Diese hingen an einem Verteilsystem und konnten somit relativ schnell losgelassen und eingesetzt werden. An bestimmten Orten der Aufhängung gab es dann auch Einstiegsrampen, durch die die Klone in die Kanonenboote einsteigen konnten. Um den kompletten Kreuzer herum verteilt, gab es nah an der Hülle im Innern auch immer wieder regionale Schildgeneratoren, die die Hauptschildgeneratoren unterstützten, wie auch diesen hier. Hier können wir aber auch sehen, dass weiter in der Mitte im hinteren Teil des Schiffes der Hauptreaktor lag. Dieser versorgte das ganze Schiff natürlich mit Energie, wodurch die Antriebe, die Lebenserhaltung, die Schilde, die Waffen und noch einiges mehr angetrieben wurden. Um den Hauptreaktor und über dem Haupthangar des Schiffes lagen dann die Crewquartiere für die Crew des Schiffes, aber auch für die Klonsoldaten selbst. Wir sehen hier auch, dass es im kompletten Schiff verteilt einige größere Versammlungsräume für diese gab. Die Höhenunterschiede bei den verschiedenen Decks konnten mit verschiedenen Turboliften überwunden werden. Über diesen vielen Decks und dem Hauptreaktor lag dann noch der Brückenturm, während der Venator bei diesem eine für ihn einzigartige Doppelbrücke bekam, wurden die Akklamatorkreuzer mit standardmäßigen Brücken und Brückentürmen der Kurt-Antriebswerke ausgestattet. Diese Brücke war vollkommen ohne Fenster, dafür von innen mit den neuesten holographischen Anzeigen ausgestattet. Kommen wir dann zum Teil weiter vorne im Schiff, sehen wir, dass hier der Haupthangar für Fahrzeuge liegt. In diesem werden die LAATCs, also die Kanonenboote, die Fracht und Fahrzeuge auf das Schlachtfeld brachten, gelagert, wie auch weitere ATTEs und SPHAs. Über diesem Hangar befindet sich auch an der Oberseite des Schiffes eine Hangaröffnung, durch die die Kanonenboote auch starten konnten. Weiter zur Mitte des Schiffes befinden sich hier an der Vorderseite Silos, befüllt mit kondensiertem Annihilationsreaktant. Das war der Treibstoff, den der Reaktor des Schiffes benötigte. Neben diesen Silos lag noch einmal ein Nebenreaktor, der einige Aufgaben vom Hauptreaktor nehmen konnte. Kommen wir dann noch weiter nach vorne, können wir ein weiteres Landungspad sehen, das mit den beiden weiteren hinten am Schiff dem Akklamator auf dem Boden einen sicheren Stand verschaffte. Ganz an der Front des Schiffes befanden sich dann noch die Torpedowerfer, die vermutlich ähnlich aufgebaut waren wie die des Venator-Sternzerstörers, auch wenn wir das hier nicht wirklich sehen können. Und damit kennt ihr jetzt auch schon das komplette Innenleben des Akklamatorkreuzers. Was sagt ihr? Hättet ihr euch das Innenleben eines Akklamatorkreuzers so vorgestellt? Und wenn ihr auf einem Akklamatorkreuzer arbeiten könntet, welchen Job würdet ihr haben wollen? Haut es unten in die Kommentare. Und kommen wir damit zur heutigen #FragSWB-Frage aus der Community. UNSC John 117 schreibt, in der Serie The Mandalorian sagt der Mando ja, er darf den Helm nicht abnehmen. Und wenn doch, nie wieder aufsetzen. Doch in Star Wars, The Clone Wars und Rebels ist es kein Problem für Mandalorianer. Könnte das an der großen Säuberung liegen oder wurde das schon irgendwo erwähnt? Nein, soweit ich weiß, wurde uns noch nicht erklärt, warum das so ist. Und ab hier jetzt leichte Spoiler für The Mandalorian. Ich vermute, das könnte einen von zwei Gründen haben. Erstens, wir wissen ja sowohl im Kanon wie auch in Legends, dass die Mandalorianer sich in Clans aufteilten und jeder Clan etwas anders war. Vielleicht ist der Clan, den der Mando aus The Mandalorian angehört, besonders streng und das sind nur die Regeln, die sein eigener Clan aufstellt. Und meine zweite Vermutung ist genau die, die du auch hast. Vielleicht hat es etwas mit der großen Säuberung zu tun, dass diese die Mandalorianer so verschreckte, dass sie danach radikaler wurden und ihre Rüstung, über die sie sich eben identifizierten, nicht mehr ablegen sollten. Zumindest nicht, wenn Außenseiter sie dabei sehen konnten. Ich hoffe, ich konnte deine Frage damit zumindest ein bisschen beantworten. Wenn ihr jetzt noch das Video über das Innenleben eines Venator-Sternzerstörers sehen wollt, schaut mal hier rein. Hier findet ihr ein Video mit einem Versus zwischen einem Sternzerstörer und der Enterprise E aus Star Trek. Und hier findet ihr ein neues Let's Play auf meinem Gaming-Kanal. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein!